Plenum TV kontrovers. Dieses Mal das Thema G8, G9. Wir dachten, es wäre vom Tisch, aber es ist immer noch da. Und dazu begrüße ich Otto Lederer von der CSU und Günther Felbinger von den Freien Wählern. Beide sind Sie Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Kultus. Schönen guten Tag. Guten Tag. Grüß Gott. Herr Felbinger, G8, G9 sollte eigentlich vom Tisch sein, aber für Sie noch nicht. Nein, G8, G9 ist lange nicht vom Tisch. Die Unruhe am Bayerischen Gymnasium, am G8, ist jetzt nun seit 10 Jahren in der bayerischen Schullandschaft. Und deswegen sind wir der Überzeugung, wir brauchen eine Veränderung, wir brauchen die Wahlfreiheit, dass Schülerinnen und Schüler wählen können zwischen einem 8-jährigen und einem 9-jährigen Gymnasium, um vor allen Dingen die Qualität der gymnasialen Ausbildung wieder zu verbessern. Aber Sie wollten das doch Ganze verbessern durch G8, oder nicht? Ganz genau so ist es. Und wir sehen eben in dem Vorschlag der Freien Wähler leider keine Verbesserung der Qualität an den Gymnasien. Denn diese Wahlfreiheit bekommen leider nur die Schulen, aber nicht der einzelne Schüler. Und durch das Flexi-Jahr, das in diesem Jahr in den bayerischen Gymnasien eingeführt wurde, haben die Schüler also die Möglichkeit, dass man hier ein zusätzliches Jahr für die Bewältigung des 8-jährigen Gymnasiums sich nehmen kann. Herr Kollege, ich muss Ihnen widersprechen. Es ist sehr wohl bei der Wahlfreiheit G8, G9 auch die Möglichkeit, dass einzelne Schüler das wählen. Dann nämlich, wenn man eine Parallelführung von G8 und G9 am gleichen Gymnasium hat. Insofern ist diese individuelle Möglichkeit vorhanden. Das Flexibilisierungsjahr kommt ja nun einer ganz, ganz minimalen Anzahl von Schülerinnen im Promillebereich zugute und ist längstens nicht die Verbesserung und längstens nicht die Möglichkeit, wie sie der Kultusminister Spähnle immer mit individueller Lernzeit bezeichnet, als die es nach außen transportiert wird. In diesem Fall muss ich Ihnen ganz klar sagen, dass das Flexibilisierungsjahr nicht etwas ist, das allen Schülern grundsätzlich zugute kommen soll. Dafür ist es eigentlich nicht ausgelegt, sondern es ist für diejenigen Schüler, die der Meinung sind, dass sie das 8-jährige Gymnasium vielleicht in 9 Jahren schaffen sollen. Aber diese Vorstellung, dass es sehr viele Schulen geben wird, die G8, G9 gleichzeitig anbieten können, diese Vorstellung teilen wir nicht. Wir befürchten eher, dass insbesondere kleinere Gymnasien, insbesondere Gymnasien im ländlichen Raum, sich auf eine dieser beiden Schularten, entweder G8 oder G9, einigen müssen und damit vielleicht sogar Schulstandorte im ländlichen Raum gefährdet sind. Und wir sind in unserer Meinung nicht alleine, auch von Seiten der Grünen und von Seiten der SPD haben Sie ja keine Unterstützung für Ihren Entwurf bekommen. Also zunächst mal haben wir da zwar keine Zustimmung bekommen, aber zumindest ist man am Überlegen seitens der Grünen und der SPD, dieses Verfahren mit zu unterstützen. Und um zur individuellen Lernzeit zu kommen, so propagiert dies Kultusminister Spähnle nach außen und verkündet, dass jedem Schüler seine individuelle Lernzeit mit diesem Flexibilisierungsjahr gegeben wird. Und das ist schlicht und weg falsch. Diese 8 oder 9 Stunden, die den jeweiligen Gymnasien gegeben werden, dienen dazu, um insgesamt die Gesamtversorgung einer Schule zu verbessern. Deswegen zeigen sich derzeit natürlich die Schulleiter damit auch relativ zufrieden, weil natürlich die eigentliche Problematik, dass nämlich einzelne Schüler speziell gefördert werden, momentan überhaupt nicht in dem Maße in Anspruch genommen wird. Unseres Erachtens ist es so, dass die individuelle Unterstützung der einzelnen Schüler nicht nur über dieses Flexibilisierungsjahr gegeben ist, sondern eben durch alle Maßnahmen, die auch schon in der Unter- und in der Mittelstufe getroffen werden. Und vor diesem Hintergrund betrifft es ja nur die Schüler, die der Meinung sind, dass sie die Hochschulreife eben nicht in 8 Jahren bewältigen können. Nun habe ich generell die Frage, wollte man nicht eigentlich Ruhe reinbringen in das Bildungssystem und sagen, wir müssen uns jetzt erstmal auf diesen Weg einigen, das kommt vor allen Dingen von Ihrer Seite, und dann das Ganze noch einmal betrachten? Es ist ja nicht nur so, dass Kultusminister Spähnle der Meinung ist, dass Ruhe im System sein sollte, sondern wir hören das von allen Verbänden, egal ob es Lehrerverbände sind, Schülerverbände oder auch die freie Wirtschaft. Alle sind der Meinung, dass hier keine Schulstrukturreformen mehr durchgeführt werden sollen, was ja dieser Antrag beinhaltet. Das ist ein weiterer Kritikpunkt, weil sich dieser Gesetzentwurf eben genau gegen das stellt, was die Verbände aus der Schulfamilie hier fordern. Wir Freie Wähler orientieren uns an der Meinung des Bürgers.
Und da gibt es ja nun sehr viele Umfragen, die ganz klar sagen, dass 70% rund der bayerischen Bevölkerung das G9 wieder haben möchte. Und wenn man diese Verbände in ihrer Ganzheit nämlich betrachtet, sind dort sehr wohl die überwiegende Mehrzahl unserer Meinung, gerade in den Lehrerverbänden, unterstützen die uns in ihrer Meinung, indem sie nämlich auch für unser Volksbegehren Unterschriften leisten. Vielen Dank, Herr Felbinger. Herr Lederer, die Thematik ist immer noch kompliziert, aber wir werden sie heute schätzungsweise nicht lösen können, aber in den nächsten Wochen und wahrscheinlich dann im neuen Jahr. Das war wieder Plenum TV, das Magazin. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen.